Sei es großflächige Malerei, Videokunst oder Porträtfotografie. Die Arbeiten der Städel-Absolventen zeigen eine enorme künstlerische Bandbreite. Bei dieser Holzinstallation wurden beispielsweise Aststücke erst der Länge nach in Scheiben zerlegt und dann mit dickflüssiger schwarzer Masse aus ausgetretenem Harz und der Asche von verbranntem Holz wieder zusammengefügt. Die Äste stammen von Orten, mit denen der Künstler etwas verbindet. Ich habe die Orten wieder besucht, wo ich die letzten 6 Jahre gearbeitet habe. Ja, irgendwie so um eine Karte von meinem Prozess und von meiner Arbeiten hier in Frankfurt zu machen. Zum 6. Mal schon findet die Absolventenausstellung der Städel-Schule im MMK Zollamt statt. Sie zeigt die Arbeiten von 34 Absolventen, unter anderem aus den Klassen von Peter Fischli, Judith Hopf und Tobias Rehberger. Verbranntes und schließlich verlaufenes Wachs. Bei manch einem Kunstwerk steht der Entstehungsprozess im Mittelpunkt. Also ursprünglich wollte ich ein Bild herstellen, was sich selbst herstellen kann sozusagen. Und ich habe damit angefangen, dass ich eine Wachsplatte gegossen habe mit Dochten drin und die dann an die Wand gehängt habe und abgebrannt habe. Also ich beschäftige mich oft einfach mit dem Prozess in der Arbeit. Also mir geht es weniger um die Abbildung als um den Prozess, wie ein Bild entsteht. Und die Abbildung ist da dann am Ende nicht so wichtig, wie das, was dahinter steckt. Und das ist eine, für mich war das wichtig, auch mit dem Material etwas zu finden, was sich selbst herstellen kann und wo ich sozusagen als Autor mich ein bisschen davon distanziere. Diese und viele andere Abschlusswerke sind ab morgen einen Monat lang im MMK Zollamt zu sehen.